übergibt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tautke. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Herr. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist, verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ossietzky. 10. Mai 1933. Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin. Die Flammen sind ein von Goebbels verkündetes Programm. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen.